Ah, au. Oh, Messer. Oh, oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ah. Da, da, da. Alter, was habe ich denn gerade getan? Hat er sich selbst abgestochen? Au. Au, 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 au. Ah. Ah, volles Gesicht. Bam. Oh, dann zwei. Ach, das sind zwei. Alter, was wollen die von mir? Wow. Alter. Und warum sind das zwei, Alter? Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Okay, okay, okay. Ah, ah. Nein, nein, nein. Komm schon, drücken. Alles, alles perfekt. Lecker. Ein bisschen ins Ohr gebissen. Nein. Nein. Ah, Scheiße. Nein, nein. Oh, Gott. Oh, Gott, oh, Gott. Nein. Alter, was mache ich denn jetzt für viele Fehler, Alter? Das war einfach zu schnell. Ich habe gerade nicht richtig hingeguckt. So, jetzt aber. Komm, tanzen wir, Baby. Tanzen wir. Mir amor. Und los, lauf. Ja, mach den Fernseher kaputt. Das hilft bestimmt. Komm, mach was. Au, au. Oh, nicht schon wieder. Ah. Lol. Alter, woher habe ich denn das Messer jetzt her? Komm schon, komm, drück. Ach, die haben mir die Beine ins Bein gesch... Ah. Jetzt einschließen, komm. Alter. Zum Herzschlag vibriert gerade der Controller. Was? Noch einer? Was muss ich drücken? Alter Schwede. Das war schon wieder nur ein Traum. Alter. Ich dachte gerade wirklich, der fliegt den Kopf ab. Alter Schwede. Was hat die denn für Psychos? Vor allem, der war so detailliert, der Traum. Das ist wirklich sehr, sehr selten bei Menschen, dass der so richtig detailliert ist. Sie haben einen neuen Bonus freigeschaltet. Und jetzt sind wir anscheinend wieder Ethan. Puh. Alter, aber eben zum Herzschlag wieder und zu der Musik, wie das alles vibriert hat hier, der Controller und so. War schon heftig. Alter Schwede. Naja. Mittwoch. 7.31 Uhr. 43,18 mm. Und das Fernsehen scheint bei uns vor der Haustür zu sitzen und will wahrscheinlich wissen, was los ist. Aber wir sind frustriert. Was sollen wir nur tun? Dann gucken wir mal auf das Zettelchen, das da liegt, was es auch immer ist. Ah, ist ein Brief. Wenn ich raten müsste, sind das die Scheidungspapiere oder sowas. Als die Eltern vom Kirchgang nach Hause kamen, waren alle Kinder verschwunden. Sie suchten und riefen sie, sie weinten und flehten, doch alles war vergeblich. Die Kinder wurden nie wieder gesehen. Das war alles? Das will ich nochmal. Als die Eltern vom Kirchgang nach Hause kamen, waren alle Kinder verschwunden. Sie suchten und riefen sie weiterhin und flehten, doch alles war vergeblich. Die Kinder wurden nie wieder gesehen. Kirchgang. Wenn ich jetzt den Text so analysieren müsste, würde ich sagen, bedeutet es einmal Kirchgang. Vergeblich. Die Kinder wurden nie wieder gesehen. Könnte auch ein wichtiger Hinweis sein. Der Rest ist, glaube ich, nur sachlich, okay? Das werde ich mir mal merken und versuchen, mit den anderen Sachen zu kombinieren. Oh, und noch eine Rasierklinge? Nee. Ein Bild. Schwarz-Weiß-Bild. Was ist das? Komisch. Ich muss hier weg und rausfinden, was dieser Schein bedeuten soll. Okay, es ist jetzt 19:33 Uhr, dann wollen wir doch mal rausgehen. Vielleicht brauche ich die Uhrzeiten, ja, das haben wir jetzt eben schon mal gebraucht. 19:33 Uhr, okay. Das kann ich mir merken. Dann wollen wir mal hinter den Reportern raus und durch den vermatschten, verregneten Garten gehen. Warum haben wir uns keine Regenjacke oder einen Schirm mitgenommen? Naja. Ein Basketballkorb. Ah, okay. Vielleicht müssen wir irgendwie über den Zaun klettern oder so etwas in der Art.
Wäre zumindest logisch. Ah, doch, da. Dann wollen wir mal gleich über den nächsten springen. Ich glaube, wir müssen hier ein bisschen weiter, oder? Wahrscheinlich. Und alle... Nein? Oder sollen wir da durchs Haus? Glaube ich aber nicht. Vielleicht müssen wir ja hier längs. Hä? Anscheinend doch hier. Oder etwa nicht. Ah, nee. Vielleicht auch hier längs. An den Reportern vorbei. Und raus. Ach, vielleicht ist das auch unser Auto. Das wäre sehr praktisch. Weil wir müssen ja irgendwas unternehmen. Und zu Fuß den ganzen Weg laufen. Kann man irgendwie schleichen? Was denke ich denn? Origami. Es gibt keinen Sinn. Ich kann es nicht gewesen sein. Ich könnte, würde niemals so etwas tun. Ja, aber die Prinzipien eines Menschen können sich verändern. Vor allem, wenn ein Blackout da ist. Verdammte Reporter, die belagern den ganzen Tag mein Haus. Was habe ich mit Sean gemacht? Ich muss etwas getan haben, aber ich erinnere mich nicht. Jetzt hat er schon Selbstzweifel, was nicht sehr gut ist. Erschöpft, Polizei. Der Brief könnte etwas mit Seans Verschwinden zu tun haben. Ich muss ihn der Polizei zeigen. Die kommen, glaube ich. Ich würde es ihm, wenn dem Norman zeigen. Weil der kann da wahrscheinlich ich was mit einem. Ich kann ihm nicht wehgetan haben. Ich liebe ihn von ganzem Herzen. Aber was habe ich bloß getan, als er auf dem Karussell war? Am besten nochmal dahin gehen, weil dann erinnert man sich manchmal. Vielleicht. Die Origami-Figur in meiner Hand nach dem Blackout. Es ist die gleiche, die der Mörder in die Hände der Opfer legt. Ich habe keine Ahnung von Origami. Vielleicht unterbewusst. Das gibt's auch, dass man Sachen unterbewusst irgendwie kann. Das ist aber sehr, sehr selten, glaube ich. Es gibt kein Zurück mehr, wenn ich Sean etwas angetan habe. Tja. Ich würde alles geben, um zu wissen, wo Sean gerade ist. Es ist ich bisschen bin fertig. Ich habe heute Nacht kein Auge zugetan. Ein bisschen mühselig, immer das durchzuklicken, aber man muss das machen, um alle Informationen zu bekommen. Also ein bisschen Geduld gehört zu dem Spiel natürlich auch. Wo die meisten nicht die größte Aufmerksamkeitsspanne haben und das dann nicht so spannend finden. Aber ich finde sowas super toll und spannend. Vor allem Spielen ist da nochmal was anderes als Zuschauen. Aber wenn das so richtig schön spannend gehalten ist, ist es auch bestimmt schön zu schauen. Schön zu schauen, ja. Ich bin der Origami-Killer. Die Morde passieren während meiner Blackouts. Ich bin es. Ja, wenn du dir da so sicher bist, gehen wir jetzt zur Polizei, Schatz. Kann ich... Was, ist das wirklich nicht mein Auto? Vielleicht muss ich zur Fahrerseite einsteigen. Ah, oh, oh, oh. Ich habe mich doch erinnert, dass es so in der Art aussah. Und dann wollen wir mal wieder genau das gleiche machen wie letztes Mal. Und hepp. Und R2, ein bisschen Radio. Oder auch nicht. Ha, wie blöd die Reporter sind. Die sind schon ein bisschen sehr blöd, glaube ich. Naja. Weiter geht's. Und was machen wir jetzt? Wir sind wieder mit diesem Bild unterwegs, was ich nicht weiß. Ah, das soll das darstellen? Okay. Ah, so ein Schließfach. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt auch oder so. Oh oh. Nicht schon wieder ein Blackout. Doch nicht jetzt. Das passt mal gar nicht. Ich würde mich irgendwo festketten, wenn ich sowas hätte. Ich muss es durch die Menge schaffen. Ich kann kein Gedränge ertragen. Es geht einfach nicht. Oh, war ein bisschen weiter weg. Ich schaffe es nicht. Ich kann kaum atmen. Ich kann nicht weiter. Doch, das schaffst du. Keine Zeit verlieren. Ich muss wissen, was im Schließfach ist. Dann geh hin. Komm schon, das schaffst du. Nebenbei können wir noch ein bisschen nachdenken. Ich könnte später wiederkommen, wenn weniger Leute unterwegs sind. Nein, du schaffst das jetzt. Die Gepäckschließfächer sind auf der anderen Seite des Bahnhofs. Was heißt denn auf der anderen Seite? Komm schon. Komm, na man. Ich schaffe das nicht. Zu viele Menschen. Okay. Okay. Ich schaff das. Jeden Schritt muss ich jetzt machen gerade.
Oh, scheiße. Scheiße, ich dachte, man muss ganz oft drücken. Schaffen wir aber. Das schaffen wir. Halb. So. Nein, jetzt habe ich schon wieder falsch. Scheiße. Alter. Jetzt habe ich diesmal L1 gedrückt. Das schaffen wir. Ich sehe nur nichts. So, komm, jetzt aber. Diesmal schaffe ich's. Ah, komm schon. Hep, schaffst du. Dass die sich überhaupt nicht wundern, die anderen Menschen. Das ist voll unlogisch. Oh. Ist jetzt alles wieder gut, oder was ist das für eine Sequenz? Ein Filter. Warum ist da... Ist das eine echte Leiche da? Was ist hier denn los? Oh. Oh nein. Dad, wo bist du? Jason! Oh, nicht schon wieder. Der Part heißt Jason Reloaded. Oh, scheiße. Das ist ja geil. Patz! Tut mir leid, das muss ich jetzt machen. Ja, warte. Schatz, ich komm ja. Jason! Bleib stehen, Jason! Ja, willst du mich verarschen? Ich kriege dich. Hab dich. Oh, kaputt ist er. Ich hab meinen Sohn kaputt gemacht. Jason, wo bist du hin? Dad! Wo? Alter. Jason! Jetzt kommt's wieder. Jason! Dad. Jason!